Die 43. Retromobil in Paris wurde noch einmal vergrößert und fand jetzt mit einer neuen Halle auf 69.000 Quadratmetern statt. Das Plus an Platz sorgte für weniger Gedränge auf den Gängen, bot aber auch Raum für besondere Ausstellungen. Natürlich waren es vor allem die französischen Marken, die sich auf der Retromobil präsentierten. Es gab aber auch einige Überraschungen. Die diesjährige Retromobil stand ganz im Zeichen des 120. Jubiläums der französischen Marke Renault. So auch bei der Sonderausstellung des französischen TÜV TÜV Clubs. Hier zeigte der Club einige Fahrzeuge aus den Anfängen der Marke, wie den Renault Typ C Kurs Rennwagen von 1900, Typ AG aus den 1910er Jahren oder der Renault Typ C GU von 1912. In der gleichen Reihe stand auch der Renault Typ AX, der ab 1908 die französischen Straßen eroberte. Sehr viel jünger präsentiert sich das Renault Typ K3 Taxi aus dem Jahr 1933, das in dieser Form mit 2400 Exemplaren bis 1959 als Pariser Taxi im Einsatz war. Beeindruckend zeigte sich der Typ V Landaulet im Originalzustand, der substanzerhaltend fahrbereit gemacht wurde. Ebenfalls im unrestaurierten Originalzustand zeigte sich der Renault Typ A Voiturette am Stand des Museums Palais de Compiègne. Mit diesem Automobil begann die Historie der Gebrüder Renault im Jahr 1998 und auch die Retroperspektive des Konzerns Renault auf der Retromobil wird eben mit diesem Modell eingeleitet. Gleich daneben stand ein Typ B mit einer geschlossenen Labourette-Karosserie, einem geschlossenen Modell, das ab 1900 gebaut wurde, um den Komfort zu erhöhen. Auf dem Stand von Renault wurde ein zufälliger Querschnitt durch die automobile Historie gezogen. Darunter Urväter wie der Omnibus von 1927 Autocar Typ PR, neben dem Renault Typ BD Fourchon Postal von 1909 oder auch das Pariser Typ AG Taxi von 1905. Die Sonderschau umfasste des Weiteren einen ersten elektrifizierten Renault R5, einen Renault Colleral Pickup, den Renault Estafette Eiswagen und natürlich auch die Massenfahrzeuge für jedermann, wie den Renault 4 CV oder das Modell R16, aber auch den Renault Espace, eine Revolution in den 80er Jahren. Ein absoluter Hingucker war der Rallye Renault R4, mit dem das ehemalige französische Fotomodell, Journalistin und Filmproduzentin Michelle Rey 1968 von Feuerland bis nach Alaska fuhr. Gleich daneben würdigte Renault dem 40. Jubiläum der Alpinsiege bei Le Mans mit einer Sonderausstellung. Vier Alpine A442 Modelle reihten sich nebeneinander auf. Jedes der Fahrzeuge präsentierte auch die Helme der Fahrer, die einst das Fahrzeug pilotierten. Citroën zeigte Staatskarossen der französischen Regierung, wie die Staatslimousine DS21 mit Chabron-Karosserie von 1968 oder auch die einstige Limousine D19 von 1962. Dazwischen die moderne DS von Emmanuel Macron. Citroën feierte aber auch das 70. Jubiläum der 2CV-Ente und zeigte das Urmodell des 2CV, den Prototyp TPV. TPV stand dabei für Petit Voiture, kleines Fahrzeug. Unmittelbar daneben feierte der Mehare den 50. Geburtstag. Bei Peugeot hatte man auch zwei Jubiläen zu feiern. 80 Jahre Peugeot 203 und 50 Jahre Peugeot 504. Zu sehen waren einige Varianten dieser Modelle. In der neuen zusätzlichen Halle wurde dem französischen Rennfahrer und Automobilkonstrukteur Jean-Pierre Vimil eine Sonderausstellung gewidmet. Vimil war der Sohn eines Motorsportjournalisten. Er bestritt privat ab 1931 in einem Bugatti Typ 51 einige Rennen. Das Fahrzeug erschien ihm allerdings zu unzuverlässig und damit wechselte er auf Alfa Romeo. Nach einigen Rennerfolgen stellte ihn das Bugatti-Werksteam ein und er bestritt weitere Rennen für Bugatti. In der Ausstellung waren auf der einen Seite die Rennwagen zu sehen, auf der anderen Seite seine Automobilkonstruktionen. Denn 1946 gründete Jean-Pierre Vimil die Vimil Automobilmarke. Sein allererster Prototyp von 1946 basierte auf dem Vierzylindermotor des Citroën 11CV, den er als Mittelmotorkonzept in den Prototypen eingebaut hatte. Damit erreichte das Fahrzeug immerhin schon 150 km pro Stunde. Es folgte das Modell von 1947, das mit einem Ford V8 Motor ausgestattet wurde. Besonders auffällig ist die aerodynamische Form der Vimil-Fahrzeuge.
Diese Form wurde nochmals in dem 1948er Modell optimiert. Eigentlich sollten die Wimille-Fahrzeuge in Serie gehen, doch Ford zeigte kein Interesse an dem Modell. Tragischerweise verunglückte Jean-Pierre Wimille 1950 während eines Rennens. Geschäftsfreunde gründeten daraufhin die Kampagne Parisienne L'Automobile und bauten noch zwei Prototypen. Doch aus finanziellen Gründen mussten sie bald schließen. Ebenfalls in Halle 3 war die Abarth-Ausstellung des Schweizer Sammlers Möll zu sehen. Darunter echte Abarth-Raritäten wie der Abarth 500 Rekordwagen von Pininfarina, der Prototyp Abarth 2000 Sport 4 Fari und der Abarth 1000 TCR. Auch mit am Stand der Abarth 1000 GT Bialbero Le Mans von 1962. Ebenfalls sehr selten ist das Fiat Abarth OT 2000 Coupé America von 1966 und die beiden Prototypen Abarth 2000 Spider von 1969 und Abarth 2000 Spider SEO 21 von 1971. Sportlich ging es weiter am Stand von Richard Mille mit einer Sonderschau der Marke McLaren. Gezeigt wurden verschiedene Rennwagenmodelle, mit denen McLaren Renngeschichte geschrieben hatte. Beginnend mit dem Marlboro Team Texaco M23 von 1974 mit einem Ford V8 Crossworth DFV-Aggregat. Mit dem Monocoque M8D V8 Chevrolet der Can-Am-Serie erreichte McLaren den Can-Am Gesamtsieg 1970. Bruce McLarens M7A von 1968 und der Ford V8 getriebene M2B von 1966 sind die frühesten Modelle des Bruce McLaren Rennstalls. Natürlich spannte man auch hier die Spange zur Neuzeit und zeigte Modelle wie den McLaren P1 und den McLaren F1 GTO 1R von 1995. Ebenfalls Renngeschichte beschrieb die Sonderschau im Durchgang der Hallen 1 und 2. Gewidmet wurde sie den großen Stunden des Autodroms der Linas Monterie in der Nähe von Paris. Auf dieser Strecke wurden 1800 Geschwindigkeitsrekorde eingefahren. Gezeigt wurden Rekordfahrzeuge wie der Peugeot Petit Rosalie von 1933, der Voisin C15 Rekordwagen von 1930, der Citroën 2CV Barbeau von 1953, Peugeot 203 Dalmar DS von 1953, die Isetta Vellam von 1957 und auch moderne Rekordfahrzeuge wie der Peugeot EX1 Prototyp. Natürlich durften auch die Motorräder wie das Peugeot 515 Rekordmotorrad von 1934 nicht fehlen. Auch die Youngtimer wurden auf der Retromobil thematisiert. Highlight dieser Sonderausstellung war der Matra Baghera. Zurück zu den Herstellern. Auch Porsche feierte und zeigte zum Thema 70 Jahre Sportwagen einige Exemplare aus der Historie seit dem Porsche 356. Auch Aston Martin, Lamborghini und Jaguar zeigten die Bandbreite ihrer Firmenhistorie. Trotz des Schneefalls während der Retromobil zeigte der TÜV Club seine Fahrzeuge auch in Fahrt und nahm Besucher mit auf eine kurze Probefahrt vor den Hallen.